Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen, kurzen, neuen Projekt und gleichzeitig auch einer neuen Rubrik. Wir führen jetzt mal das Let's Trash ein. Dabei hat das Trash allerdings nichts damit zu tun, dass das Spiel irgendwie totale Grütze ist, sondern einfach nur, das Spiel ist kostenlos, bedeutet das in diesem Fall, oder sehr kostengünstig, normalerweise kostenlos. Und wir schauen uns heute mal an Ridge Racer Driftopia. Das habe ich gerade im Steam rausgekramt und habe mir gedacht, du guckst dir doch mal an hier. Ja. Und mal schauen. Komm schon, lad ein bisschen schneller. Ja, ich möchte mich an der Stelle auch ein kleines bisschen mal als Spieletester testen. Mal gucken. Ich werde natürlich dieses Spiel nicht schlecht bewerten. Das wäre ja unter aller Sau. Es gibt keine schlechten Spiele. Es gibt nur schlechte Spieler. Und Leute, die nicht auf diese Art von Spiel stehen. So wie es halt immer ist. Die Sonderangebote werden geladen. Oh ja, das ist ja eine super Sache. Willkommen bei Ridge Racer Driftopia. Wenn du das Spiel das erste Mal startest, solltest du diese Tutorial-Nachrichten durchlesen, um dich mit dem Spiel vertraut zu machen. Okay, zeig mir das Tutorial. Dieser Balken füllt sich allmählich durch die im Rennen erzielten Punkte. Sobald er vollständig gefüllt ist, steigst du eine Stufe auf. Oh, Level up, Level up. Wenn du eine neue Spielerstufe erreichst, werden neue Strecken freigeschaltet. Dies ist die Gesamtzahl deiner Wagen. Sammle sie alle. Gotta catch them all. Dies ist die Anzahl deiner Reparatursets. Du benötigst Reparatursets, um deine beschädigten Wagen zu reparieren. Okay. Weitere Reparatursets erhältst du, wenn du deinen Wagen verkaufst, sie im Store wirbst oder als Belohnung im Spiel erhältst. Solltest du nicht genügend Reparatursets haben, um deinen beschädigten Wagen zu reparieren, verlierst du ihn. Das ist blöd. Booster, nicht aktiv. Ah, du kannst einen Punkte-Booster im Store kaufen. Er vervielfacht deine im Rennen erzielten Punkte. Dies hilft dir dabei, die Stufen der Wagen zu steigern und die Strecken schneller freizuschalten. Okay, dokeli. Ich habe hier schon ein bisschen rumgeguckt. Und man kann das Spiel sogar mit Controller spielen, allerdings anscheinend nur mit dem Xbox-Controller. Werden wir gleich ausprobieren. Oh, Geistkarriere, 1 von 3. Im Modus Geistkarriere trittst du gegen die Geister anderer Spieler an, die in der besten Liste des jeweiligen Events in deiner Nähe liegen. Ein Geist ist die aufgenommene Fahrt eines Spielers in einem Rennen. Ja, okay. Nach dem Rennen wird dein Geist auf dem Ridge Racer Server hochgeladen, damit andere Spieler gegen ihn antreten können. Wenn andere Spieler gegen deinen Geist antreten, erhältst du Geistpunkte. Wenn du genügend Geistpunkte gesammelt hast, erhältst du eine zusätzliche Belohnung. Oh, das ist ja toll. Ja, fangen wir mit der ersten an. The Initiation, Jung. Daten vom Server werden. Garage. Ach, komm, hier, ja, man scheiß drauf, das tut. Auto wählen. Ja, schauen wir mal. Einen Grovelet. Gewöhnlich Gremlin GS. Ein Grover. Ah ja, okay. Beschleunigung, der ist schon. Der hat mehr Spitzentempo, der mehr Beschleunigung. Ah, nehmen wir den. So. Tauschen, auswählen. Auswählen. Stufe 1, 2 Reparatur-Kit. Ne, 2 braucht der anscheinend. Und 50 habe ich ja da oben. Okay, verstärkter Anpressdruck. Rennreifen. Nö, das will ich alles nicht. Booster-Auswahl. Überspringen. Schauen wir mal. Hab mir schon überlegt, ob ich hier irgendwie aus einem Buch lese, während das Spiel lädt. Das scheint sich gar nicht zu lohnen. Cool. Kann ich mir jetzt hier eine Zeit raussuchen? Oh, gegnerischen Wagen ansehen. Rennen starten. Let's go, go. Oh yeah, los geht's. Wow. Ah, Grafik ist ja eigentlich ganz nett soweit. Da bin ich auf volle Pulle gestellt, weil ich immer Angst habe, dass mir die Frames einbrechen wie Sau. Oh, Explosion. Wow. Wow, geil. Also man kann ja auch driften mit Leertaste. Das habe ich vorhin schon mal gelesen in den Lektionen. Ah, es spielt sich nicht ganz so wie GTA 5. Komm schon, gib's doch, Junge. Kann man überall einfach durchpreschen, was ist das für ein Blödsinn? Boah, krasser Mist. Das geht nie ab in dem Spiel. Bin ich überhaupt noch auf der richtigen Strecke? Uiu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 i. Komm schon. Boah, Drift. Oh ja, Abkürzung. Das ist ja total casual. Hier wird er sogar verraten, wo die Abkürzungen sind. Krass. Boost.
Wow, geht voll ab, Mann. Noch mehr Boost. Yeah, geht voll ab, Mann. Oh. Das ist natürlich... Geht jetzt mein Wagen in Flammen auf? Ja, reparieren, los. Ja. Ja, neues Spiel. Krasse Wurst, da ist das Auto kaputt gegangen. Hatte ich jetzt irgendwo eine Anzeige, wie viel HP ich noch habe quasi? Hab ich nicht gesehen. Ready to go. Distanz zum Ziel. Noch 4 Kilometer. Explosion, okay. Ups, ups. Okay, das ist ein Schimmer. Zweiter bin ich. Typ, der zieht ja voll ab da vorne. Wahrscheinlich sollte man hier nicht ganz so viel an Gerümpel mitnehmen. Was ist denn das für ein Sack? Los, ab durchs Brandenburger Tor. Wuhuba! 10 Sekunden zurück, ne? Und? Ist doch egal. Bin ich halt ein bisschen schlechter als die anderen. Abkürzung! Ah, nein! Nein, lieber nicht. Wow, cool! Boost, Mama! Geil! Ja. Ist doch wieder eine Abkürzung? Ja. Bam. Komm schon, gib mir einen Boost. Ich will den Boost. Noch 600 Meter bis zum Ziel. Komm schon. Zieh, Mark, zieh. Ja. Komm schon. Komm schon. Oh, ich kann nach hinten gucken. Höhö, Trottel. Ziel! Oh yeah! Cure beendet, man. Zweiter, ne? Ist doch gar nicht mehr so schlecht. Persönliche Bestzeit gewöhnlich. Ja, ist weiter. Dicke Mucke im Hintergrund. Okay. Daten werden zum Server übertragen. Oh yeah. Inzwischen bin ich eigentlich andere Sachen von Rennspielen gewohnt als das hier. Das ist total Arcade-mäßig, aber nicht. Die Steuerung ist nicht so Arcade-mäßig, wie es eigentlich sich für ein Arcade-Game gehört. Tja, Preispool, keine. Zerstöre Gegner, um einen Wagen den Herausforderungen hinzuzufügen. Okay, einen Wagen zerstören. Natürlich. Oh, ich habe ein Reparaturset dazu bekommen. Toll. Ah, wähle eine Karte. Ja, dann nehmen wir doch das goldene linke. Oh, erhöhte Bodenfähigkeit. Toll! Okay. Speed Demons. Oh, guck mal, da gibt es ein gratis Kartenset. Noch 23 Stunden. Okay. Ach, dann nehmen wir wieder die gleiche Karre. Ist aber logisch. Die war ganz cool. Jetzt nehmen wir mal hier. Erhöht die Bodenhaftung. Anpressdruck. Nehmen wir hier mal Bodenhaftung. Mal gucken, was die macht. Ich bin ja mal einer, der gerne Items hortet. Und sie sich ganz für den Schluss dann aufhebt. Und sie dann am Ende aber gar nicht mehr braucht. Bereit machen. Los. Los, Mann. Ich ziehe ja voll ab hier. Driftet ja einfach so rum, ey. Voll krass. Okay. Werde ich mir mal merken. Das mache ich auch mal. Demnächst. In ihrem Kino. Ah, Mann, hier habe ich doch gar keine Chance zu driften. Ja, dann werde ich ein bisschen. Geht auch nicht. Ach, da! Hey, war da immer ein geiler Drift oder was? Beinahe zum J-Turn mutiert hier der Drift. Komm schon. Können wir hier auch die Perspektive umschalten? Oh ja. Oh yeah. Oh nein, Mann. Na, Motorhaubenansicht ist ja voll blöd. Ich bin ja jemand, der steht ja total auf die richtige Rennperspektive, also Rennfahrerperspektive, die Fahrerperspektive, auf die steht ja total. Ab nach oben. Hüpp. Wupp. Ach komm, Boost, komm. Scheiß drauf. Wir ziehen hier alle ab, ey. Platz 2 immer noch, nach wie vor. Geil.
sicher. Ich bin ein Raser, oh mein Gott. Ich bin der Autobahnraser. Abkürzung los! Nee, verdammt! Das war nicht die Abkürzung. Aber ist egal. Das ist ja schon das Ziel. Tja, wieder Zweiter geworden. Junge, Junge. Immer zweite Klasse, ja, was ich ja bin. Cool. Mars Fetz ist auf jeden Fall mal ein Spiel so für zwischendurch, glaube ich. Kann man vielleicht sogar auf der Festplatte tatsächlich dann behalten. Oh yeah. Erreiche 215 km/h. Oder 133 miles per hour. Oh yeah. Cool. Wow. Erhöhe deine Stufe deines Wagens für weitere Herausforderungen. Okay. Also um weitere Herausforderungen zu machen. Ja, yeah, noch mehr Bodenhaftung. Muss ich also noch andere Rennen machen. Tja, dann müssen wir jetzt hier nochmal so eine... Die war eigentlich ganz cool, die mache ich jetzt nochmal. Aber mit dem anderen Auto. Was heißt hier Miau? Mach die Katze einfach Miau. Gibt's doch nicht. Wie es aussieht, bekommt man hier auch automatisch übrigens einen Spielernamen zugeteilt. Durch seine E-Mail-Adresse, die man eingibt. Voll blöd. Da konnte ich mir nicht mal irgendwie einen Fake-Namen geben oder so. Jetzt werde ich bestimmt ja 1000 Freundschaftsanfragen kriegen. Willst du mit mir befreundet sein? Mach dich bereit. Let's go. Yeah. Miau. 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 Karre gefällt mir nicht. Ich muss sie ja irgendwie ausschalten können. Habe ich den jetzt ausgeschalten? Wow. Komm, verpiss dich mal. Na, driften ist mit dem Wagen nicht so. Nö. Das Fahrzeug kann ich gut verzichten, ne. Das war nicht so cool. Los. Schneller. Was passiert hier? Warum passiert denn nichts? Hallo? Okay. Tja. Da war der Wagen wohl plötzlich Schrott. Los, komm. Lad dir den Stuss von dem Server runter. Will ja noch eine Runde spielen. Komm schon. Will mir noch ein paar andere Maps dann angucken hier. Ja, schön. Oh, endlich. Los, komm. Aber ich dachte, ich habe einen anderen Wagen ausgeschalten. Zum Freischalten Stufe 2. Oh cool, da kriege ich dann nur eine Map dazu. Na, hammer geil. Come on. Oh, das ist ein Frontantriebler. Na, kein Wunder, dass man damit so gut driften kann. Nee, ich will ja nichts benutzen. Ich will ja mal eine Route zocken. Fahre schnell, geh Risiken ein und zerstöre deine Gegner. Auf der Rennstrecke ist kein Platz für Formalitäten. Okay. No time for bullshit. Scheiß auf die Leute hier. Ich bin ja halt Vierter, mir egal. Oh, da kommt aber jemand. Los, hau ab, Mann. Das war nicht gut gedriftet. Das lag bestimmt an der Bodenhaftung, die ich vorhin besser hatte. Definitiv. Definitiv. Tja. Wow. Nee. Ja. Driftmania. Das war auch ein Spiel, das habe ich auch ganz gerne mal gespielt. Driftmania. Das war auch so ein Rennspiel, aber auch missionsbasiert. Public Parking.
give me this public parking, man. Boost. Fünfter, nee, sechster bin ich, ja. Das ist ja voll blöd. Rasen. Ja, nicht gut. Finde ich auch nicht gut. Abkürzung, kurz vor Schluss. Ach, ist ja blöd. Bing, bing. Kollateralschaden. Passiert ja mal beim Autorennfahren hier Kollateralschaden, mein Gott. Da wirft man mal mit Granaten und schießt mit Raketen um sich. Preispool. Grove LE, gewöhnlich. Hm. Juhu, 5870 Punkte. Oh, was muss ich jetzt hier noch eine Runde fahren damit? Boah, ist ja voll blöd. Geht ja voll aufs Schwein. Wollte ich ja eigentlich vielleicht mal ein bisschen was Neueres zeigen, aber nö. Gibt's denn ja noch so Schönes? Ah. Gibt's ja nicht besonders viel, was man hier fahren kann. Hm. Okay. Du benötigst noch 1000 Geistpunkte für deine Spezialbelohnung. Okay. Hier kommen wir nochmal in die erste Runde. Wieder mit unserer geilen Karre. Die man auch überhaupt nicht tun kann, wie es aussieht. Anlassdruck. Los, come on. Jeder Wagen fährt und verhält sich anders. Probiere sie alle aus und finde deinen persönlichen Favoriten. Ja, von den zwei Autos, die man so am Anfang zur Wahl hat, ist das hier mein Favorit. Go, go, go! Yeah! Schon, gib mir den fucking Boost, Mann! Mann! Boom, Junge, boom, Headshot. Oh yeah. Man muss hier ein bisschen Leertaste gedrückt halten, um richtig cool zu griffen. Ah, das kommt. Ja, Mann, ich mach dich nackig. Und noch Boost, yeah. Abkürzung for the win, Mama. Wow, das ist gut. Boost, oh yeah. Auf die Abkürzung zu Gras, bam. Und noch ein Boost, yeah. Und da ist eine Abkürzung Kaffee, yeah. Und noch ein Boost, oh yeah. Geht voll ab, Mama. Geil. Juhu, Griffin, gescheit in die Kurve. Und niemand ist hinter uns. Und ich habe übelst den coolen Lack hier. Sieht aus wie Grafikfehler. Yeah! Errungenschaft freigeschaltet, Parapsychologie. Persönliche Bestzeit, oh yeah! Erster, das müsste mal fett, mega, ultra Punkte geben, mindestens 1 Million. Los komm, Daten vom Ridge Racer Server werden übertragen, man. Oh yeah, Verkehrsbüro, Punktzahl 500. Wow! Macht das so unsinnige Gesamtpunkte? Na gut, okay, weiter geht's. Yeah, level up, man! Level up, man! Neue Stufe! Endlich mal eine neue Strecke, ja. Erhöhte Bodenhaftung. Oh yeah, ein Reparaturset. Oh yeah, wähl dir hier was Cooles aus. Nehmen wir doch mal die goldene Mitte hier. Oh yeah! Allradantrieb. Ändert den Antrieb auf Allradantrieb. Unbedingt. Vielen Dank. Oh, ich darf noch eins raussuchen. Cool. Hm. Traktionskontrolle verringert das Durchdrehen der Reifen. Ohohoho. Wow, Upgrade-Auswahl. Hm. Die Karre mit noch mehr Beschleunigung wäre natürlich fett. Rennherausforderung. Gegnerauswahl. Okay, okay, okay. Hm. Hm. Kommt mir der hier. Na los, komm. The City on Fire. Fire.
Persönliche Bestzeit, okay. Wumms macht dich bereit, man. Ich weiß gar nicht, wie ich lang muss, aber ist ja egal. Position 2 von 2. Und wo ist der Gegner? Irgendwo ein Stückchen weiter vor mir, hä? Ist ja voll blöd. Durch das Intro. Geil. Es hat sich definitiv gelohnt. Falsche Richtung. Wie blöd. Ist ja auch nirgendwo ein Pfeil, dass ich nur mal landen muss, ey. Oh ja. Hüpp. Flieger. Mann. Oh, da hätte ich abgezogen. Okay, das nützt nichts. Den Boost tatsächlich erst zünden, wenn man wieder auf gerader Strecke ist. Okay. Hätte sein können, dass er dann den Drift sofort abbricht, wie in anderen Spielen. Ich denke da nur an Sonic Adventure 2 Battle auf der Autobahn, wo man mit Tails und so fahren kann. Da hört er ja dann sofort auf mit Driften. Ach nee, komm, scheiße. Boost. Das ist auch nicht viel, wenn man ja nicht schon auf übelsten Speed ist, wie es aussieht. Komisch. Ja, wo ist jetzt hier mein Gegner hin? Ich habe ja nicht mal eine Karte, wo ich landen muss. Das ist jetzt ja so eine Art Autorennen-Deathmatch. Ich sagen, wir probieren das Ganze nochmal, wenn ich jetzt das nochmal machen kann gegen das Auto. Keine Belohnung. Zerstöre Gegner, bla bla. Ja. Okay. Auszeichnung. Wow, cool. Wahnsinn. Unglaublich. Das war einmal nix, oder was? Crash and burn. Noch zur Auswahl? Hässliche Karre. Nicht im Besitz, nicht im Besitz. Bereits in der Garage, nicht im Besitz. Los, come on. Nehmen wir jetzt hier für ein cooles Extra gar keins, oder was? Ja, erstmal gar keins. Oder sagen, das gucken wir uns hier mal noch an. Die Strecke ist bestimmt die gleiche wie gerade eben. Ich hoffe, ihr könntet euch schon mal... Rennreifen, oh mein Gott! Ich hoffe, ihr konntet euch schon mal ein bisschen einen Eindruck von dem Spiel gewinnen. Ist auf jeden Fall mal ein nettes Spiel, um immer eine halbe bis eine Stunde sich die Zeit zu vertreiben, wenn man jetzt nichts. Wenn ich nicht weiß, was man machen soll, vielleicht oder so. Das ist mir zumindest mein persönliches Empfinden. Ich bin schon ein richtig professioneller Spieler. Schade. Hätte ja klappen können, nicht? Dämliches Asi-Loch, ey. Wie fährt sich denn das Auto, Mann? Hallo? Das fährt unten auch mit. Hui. Mann, sind das Arschlöcher. Tja, Omi hat keinen Bock, wie es aussieht. Also das Spiel, das braucht man kann nicht mit Controller spielen. Wenn man eine Tastatur zur Hand hat, kann man es gerne mit Tastatur spielen. Der tut doch überhaupt nicht weh. Wahnsinn, wir sind wieder fünf da. Oh mein Gott. Boost. Oh yeah. Oh, noch ein Boost. Mama. Tja. Nette Strecke. Ich erinnere mich so ein kleines bisschen gerade an Burnout, den ersten Teil auf der Interstate.
Ja, aber wollte ich jetzt nur so erwähnt haben. Ja, danke. Cool. Schon mal erwähnt, dass ich eigentlich gar nicht so der coolste, beste, tollste Rennfahrer bin. Ja, man sieht's ja auch. Ach. Wow, ich hab hier einen Boost, Mama. Komm, mach mal ein bisschen Platz hier ran, mal einer das Taxi bitte beiseite. Bam. Das habe ich schon bei manchen Rennspielen mitbekommen, wenn man um die Ecke driftet und mit der hinteren Ecke so ein bisschen dann an der Kurve anditscht, dann holt man aus dem Drift noch ein bisschen Beschleunigung raus. Also noch ein bisschen mehr Beschleunigung, als man so, also hat man noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit dann nach dem Driften, als wenn man nicht angeeckt wäre. Zumindest war das so mein persönliches Empfinden. Ja, juhu, toll. Prize Pool für Ren Herausforderung Growth LE. Oh man. Tja. Cool, Flieger. Sprünge 50 Meter und erreiche km/h. Toll. Juhu. Tja. Was machen wir nun? Reparaturset gewinnen und noch hier erhöhte Bremskraft mitnehmen. Ninja Sushi. Geistrennkarte. Und wenn ich kein Geistrenn machen will, sondern irgendwas anderes. Ist hier irgendwie Open World oder so? Das ist doch gerade mega in Mode, Leute. Zeitherausforderung, Store. Spiel. Ach, das ist wieder Geistdings. Ich will nicht Geist machen. Ich will was anderes machen. Was haben wir noch? Zeitherausforderung. Da gucken wir uns mal noch an. Herausforderung stoppen. Ja, mit der Karre bitte. Traktionskontrolle verringert das Durchdrehen der Reifen. Tau. Wheels of Mayhem. Zeit, Herausforderung. Es ist Zeit für eine Herausforderung. Bereit machen. Los. Wow, geht voll ab, Mann. Okay, ich konzentriere mich. Und werde jetzt hier die Abkürzung mitnehmen. Fußweg. Ah, wichtig. Ja, klar, dass man einen Fußweg zumauert, nicht? Vollkommen logisch. Bam, bam, bam. Hui. Das war eine Barrel Roll. Und das mitten auf der Straße ohne Katze. Ging an. Ja, das ist der Lack im Rennmuster. Bam. Boost. Langer Drift, oh yeah. Boost. Wow. Up. Ja. Bin bestimmt hier. Einsame Spitze, wie ich erfahre. So steht doch überall die Zeit. An den Wänden. Was das Spiel gleich deutlich realistischer macht. Boom, Junge! Ja, komm. Von hier irgendwo mitten durch. Mittelschnitt. Dann die nehmen wir auch noch mit. Jetzt cool, wenn man jetzt hier irgendwo sehen könnte. Ah, ich habe jetzt noch so viel Energie mit meinem Auto. Hui! Juhu! Und die Statue wird gebannt. So bis zum Ziel. Bisschen langsamer. Nein. Das war's natürlich. Das habe ich geahnt. Wagen zerstört. Ja, den reparieren wir natürlich. Ist ja klar. So, Wagen repariert, erneut spielen. Nö. So, Leute, ich hoffe, ihr habt euch schon mal ein bisschen einen Eindruck von dem Spiel machen können, wenigstens. Jo. Grafisch ist es okay, definitiv. Rennspiel, was will man da erwarten halt? Es muss glänzen und toll beleuchtet sein. So, Mucke. Mucke ist so Ridge Racer mäßig halt. So ein bisschen Mucke, cool. Ja. Es ist sehr arcade-lastig, allerdings nicht von der Steuerung her, was ich ein bisschen befremdlich finde, aber man gewöhnt sich daran. Was mir so ein bisschen fehlt, ist mir so ein richtiges
Rennen irgendwie, wo ich mir dann mich mit Leuten treffen kann und ja, jetzt machen wir das Rennen. Ja, ich muss jetzt hier mit meinen 20 Real-Life-Facebook-Kumpels jetzt mir ein Rennen liefern und das ist hier irgendwie nicht. Das fehlt mir so ein bisschen. Machen wir mal so eine Punktzahl von 0 bis von, also 0 ist absolute Ober-Mega-Super-Grütze, ist gar kein Spiel, sondern ein Blatt, also quasi ein leeres Blatt Papier, wo man nicht viel mitmachen kann, obwohl mit einem Blatt Papier kann man doch eine ganze Menge machen. Ach, also bliss. Naja. Jedenfalls, 100 Punkte ist so ein GTA 5 Overkill. Und, ja, würde ich mal sagen, das ist dann so ungefähr bei den 70. So, vielleicht. Ja, 70. Ich gebe einfach mal so eine 70. Ich schreibe sie dann gleich mal auf. Und jetzt habe ich ja was, woran ich mich immer orientieren kann mit der Punktzahl. So, Ridge Racer, dieses Driftopolis hat 70 Punkte. GTA 5 hat 100 Punkte. Okay. Vielen Dank. Wir sehen uns dann beim nächsten kostenlosen Spiel, wenn es wieder heißt Let's Trash mit LOMP Hunter. Bis dahin. Ciao.